Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum dritten Adventspecial. Ja, Leute, bald ist Silvester und jetzt schon der dritte Advent. Und ich habe mir heute wieder eine richtig fette Kiste zusammengesucht mit einigen schönen Artikeln mit dabei. Die Auslosung des letzten Gewinnspiels ist auf Discord erfolgt. Also das war der Lele Won. Falls du das siehst, melde dich auf jeden Fall bei meinen Mods. Die haben dir geschrieben, aber du hast immer noch nicht geantwortet. Wenn nicht, werden wir da nochmal neu auslosen im nächsten Advent-Special. Und heute gibt es natürlich wieder ein Gewinnspiel zum dritten Advent. Und was es zu gewinnen gibt, das wird euch mein Special Guest heute verraten. Nicht in die Kiste, Achtung. Ja, mein Schatzi ist heute mal wieder mit dabei, das freut mich sehr. Alle mal Hashtag Celine mit Herz in die Kommentare, dass sie auch wieder mit dabei ist und heute mit uns zusammen hier das Ganze genießen wird. Genauso wie ich deine Stimme aktuell genieße. Ja, hallo, es geht schon wieder. Ja. Was gibt's denn heute zu gewinnen? Das Ding da, ne? Gunburner. Gunburner, Leute. Also, und was müssen die Leute dafür tun? Ihr müsst uns jetzt auf Instagram folgen, aber nicht nur auf Mr. Pyro Manager, sondern auch auf unserem Zweitkanal Sea Juice Food. Beide Kanäle sind in der Infobox verlinkt und das Gewinnspiel wird dann auch in der Story von Sea Juice Food ausgelost. Darf ich das machen? Ja. Okay. Das ist die Losfee. Deine Stimme war ja eigentlich sogar noch schlimmer gewesen vor ein paar Tagen. Katastrophe. Man sieht das übrigens in unserem neuen Video auf YouTube bei Sea Juice Food. Also das ist im Prinzip das Hauptding. Instagram dient dann nur dazu, um unser tägliches Essen und Kochen zu filmen. Richtig. Auch wenn aktuell mit Kochen nicht so viel die Rede ist. Zu viel zu tun. Ja, zu viel zu tun mit nämlich Adventspecialen und Gewinnspielen und alles drum und dran. Und deswegen schauen wir uns die Kiste jetzt mal an. Mit den Nägeln sieht das viel geiler aus. Ja, zeig mal hier nah. Drück drauf. So. 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 Wie die Holländer sagen. So. Woppa. Wollte ich gerade sagen, Mann. Fuhrwerk. Fuhrwerk. Kermes. Kermes. So, jetzt zeig uns mal hier das Fuhrwerk. Ich fange einfach mal direkt hier mit den Raketen an. Alter, das ist eine ordentliche Klopper. Ja. Scream. Oh Gott. Schreie auch gleich. Du kannst nicht mehr schreien. Trillerrakete. Hast du eine Blättertanzzone? Nee, ne? Doch. In jedem Advent-Special ist eine Advent... Eine Blättertanz. Ja, eine Adventsrakete. Geil, da freue ich mich drauf. Ja. Ich liebe Blättertanz. Und heute in Gelb. Yellow, was ist das? Funke Himmelsstürmer-Rakete. Auch nice. Boah, das sieht so krass aus. Das ist mein Strauß. Strauß, ja. Also, schöne Ware hier als Raketen schon mal. Da unten sind sogar noch ein paar Mini-Raketen, wie ich sehe. Ja, die nehme ich mir mal direkt raus. Drei Stück. Dann haben wir hier, was ist das denn für ein Rohr? Das ist 180 Shots. Frauenspielzeug. Sorry, wir waren letzte Woche auf dem Kiez, Leute. Ja, das sind so 180 römische Lichter. Krass. Also, so leises Feuerwerk für dich. Als nächstes, illegal. I like legal. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Das ist doch so wie so ein... Feuertopf, glaube ich, ja. Ja, das kann sein. Weil das ist das Einzige, was wo 50 mm noch legal sind in Deutschland. Okidoki, haben hier ein paar Dum-Bum-Balls. Die sehen aus wie diese Schokoeier von Ostern. Kennst du diese kleinen, bunten Schokoeier? Dann haben wir hier diesen Tornado. Boah, nee. Den mag ich. Ich würde sagen, du kommst noch ein bisschen näher, weil jetzt sind hier nur noch kleine Sachen. Das sind ein paar Böllerchen. Genau. Und eine Batterie, Double Flash, Bombenrohr. Und was ist das hier? Micro Rockets. Ach du Scheiße. Davon habe ich so viele. Also das wird der neue Running Gag, dass ich die niemals losbekomme, weil ich so davon... Wie die... Genau, da wollte ich 10.000 Stück von machen. Was sind das für eine Batterie? Ach so, oh, die habe ich irgendwie voll vergessen. Schönes Finale nachher. Gold Blue. Sehr geil. Ja, na dann. Arbeite dich mal durch. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, aus der Kiste, so ein bisschen das Kleinkram. Böller, sagst du. Ne, wir machen erstmal. Oh. Fang schön mit Bengal. Feuer grün von Funke, ja. Fangen wir mal an, machen wir mal direkt zwei, würde ich sagen.
Was sind 3 Stück drin? Machst du alle total, 3 ja. Schön verteilen hier. Okay, let's go. Okay, let's go. Boah. Sehr stark. Oh, sorry. Falsch hingeguckt. Boah. Alter. Was? Junge. Ja. Ja. Junge, es ist ja so krass. Alter. Die sind sehr strong. Ich dachte kurz, es wären die mit Crackling noch am Ende. Oh mein Gott. Das wären die Geysir gewesen. Junge, wieso sagst du nicht was? Sollen wir mal so eine Mini-Rakete machen? Ja, klar. So eine Mikro. Und davon nachher 50 Stück auf einmal, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich muss. Oh, gar nicht mit Knall. Die sind eigentlich schon bad, aber irgendwie geil. Irgendwie feier ich aber wegen die. Mikro, ne? Mikropenis. Also, aber krass, also eigentlich sind die voll nice. Muss man schon mal so sagen. Ja, ich finde den auch, wenn die alle dann so einen Funkenflug am Ende haben, dann könnte es, glaube ich, ganz geil aussehen bei 50 Stück. Boah, das müssen wir uns nochmal überlegen, würde ich sagen. Ja, nur wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Das hier Metroid. Meteorit ist das Lautste. Leute, wer hat das Video gesehen? Mit meinem Neffen oder mit unseren? Mit unseren Neffen. Bitte. Ich bin Tante Celine und das ist Onkel Juju. Genau. Ich blende euch hier oben ein. Ich werde es eh vergessen. Ja, das. Und die sind schon viel lauter als die. Ja. Von Funke meinst du? Ja. Ja. Und noch was. Die sind wirklich gut. Okay. Sie können jetzt, oh, ich will die machen. Ich habe zwar gerade gar keine Ahnung. Hurricane. Oh, wow, hast du die schon mal gemacht? Nee. Das sind so Schreckschrauben. Oder. Hurricane, doch, haben wir schon mal, aber nicht die. Hurricane. Hurricane heißen doch, oder? Hurricanes. Sind so. Damals hat man die nur als Zirkoblitze gekannt von Jorge aus Polen. Ach krass. Ja, weil die in Deutschland eigentlich nicht legal waren damals. Und jetzt sind sie legal. Gab es aber dann doch die ersten Firmen, die die hinbekommen haben. Boah, wie elegant habe ich das bitte gerade aufgemacht. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein. Man muss so darauf achten, hier ist der Pfeil. Das heißt, du stellst den so auf den Boden, ne? Ja. Mit dem roten. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Ich sag dir, die sind richtig krass. Mhm. Halt so unscheinbar. Es ist ja im Prinzip von der Form wie so ein fetter Bodenwirbel, ne? Okay. Und es ist ja auch vom Prinzip ein Bodenwirbel, ja, der aber halt noch aufsteigt. Und ich glaube sogar zerlegt. Oh mein Gott, jetzt ja. Okay, bist du bereit? Sehr. Ja, Hurricane. Hurricane. Schießt er das Tor? Wird der Torschützenkönig? Oder wer wird Torschützenkönig in der BL? Oh mein Gott! Alter, okay, das hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Alter, als ob das. Junge! Wie das ist, ich bin schockiert. Das ist geil. Aber ich würde mal gerne jetzt mit den anderen Sachen weitermachen. Die sind ja ultra krass. Alter, den können wir uns ja nochmal fürs Ende aufheben. Ja, so 2 Stück nur auf Schlag. Machen wir die Tiger Bombs. Fein, das ist Ziel, oder? Alter, davon ich bin machen wir jetzt so aber schockiert. Nur 2. Yes. Weil wir hier halt noch fegen müssen. Und so, 10 Minuten lang vorbei. Weil wir hier noch fegen müssen. Und das auf diesen Kiesestellen auch nicht echt so. Blöd ist, ja. Nicht so nice ist, ja. So, dann. Oh mein Gott. Ja, Mann, das ist auch geil. Oh. Ich komme. Endlich. Junge. Ja. Tiger Bombs. Wow. Wir machen jetzt gleich hier die Böller, Super Böller 1. Wow, geil. Aus dem. Damals. Helios Hunanset von Aldi Süd. Aldi, okay. Ja, Aldi. Achtung, genießen. Okay. Warte, man sieht's nicht. Leise. So. Ja.
regt sich einiges. So, hau an. Oh, sorry, ich wollte nicht so weit. Im nächsten. Das ist schon schlechter. Ja, das ist, glaube ich, klar gewesen, ne? Ja. Der war noch viel schlechter. Ja, aber ich fand die jetzt gar nicht mal so. Nee, an sich nicht schlecht, aber ich finde es zum Vergleich zu den Tiger Bombs fand ich ja. Crazy. Versperrst mir die Sicht. Ist mir leid. Mach hier mal ein paar Pyro-Cracker. Von Pandel. Bereit? Ja. Was? Oh mein Gott. Wieso geht das nicht auf? Ja, die sind so wabbelig. Wabbelig. Wobbelgang. Bist du bereit? Teamarbeit. Denkt ans Gewinnspiel, Leute. Oh ja. Wenn du mit dem Gunburner, ich würde gerade Pyro-Burner. Pyro-Brenner, ja, kann man auch dazu sagen. Mit dem Gunburner müsst ihr nämlich, könnt ihr nur damit solche geilen Sachen anzünden. Vorher wird besser, wenn man das hat. Oh ja. Ey, es wurde halt wirklich gerade besser. Ja, siehst du? Der Gunburner macht so einiges möglich. Also ich habe jetzt mal hier drei verschiedene Böller noch in der Hand. Oh. Die Cobra Mini. Was sind das für welche? Funke C-Böller. Und was ist das? Thundercracker. Mit Blitz. Mit Blitz? Ich mache jetzt zuerst mal den Cobra Mini. Cobra Mini. Ich finde, der sieht so gefährlich aus. Ja, ja. Die sind gut verarbeitet. Das sind italienische Böller. Italienische? Mhm. Krass. Gerne. Alles, was von Cobra ist. Ich erwische mich immer wieder, wie ich dran denke, dass es jetzt so ein 5G, Dumbum 5G oder sowas kommt jetzt. Weil das die letzten sind, die wir eigentlich gezündet, also wo ich dabei war, gefühlt. Okay. Von der Lautstärke her, so weißt du? Okay. Ich denke, die ganze Zeit. Das ist so wild, Schatz. Boah, Junge, die. Jetzt kommt hier voll der Wind, ey. Oh mein Gott, wegen Blitzknall dann, ja, oder was? Ja, mit Blitz, ja. Und das ist das noch erlaubt? Ja, ne? P1. Ich meinte, weil das ja irgendwie Blitzknall darfst du ja nicht immer haben, oder? Ja, ja, das ist P1. Ah, okay. Also sehr stark. Mhm. C-Böller. Lol, der war ultra krass. Der war ja im Prinzip genauso laut. Ich kacke ab, Alter. Voll heftig. Dann haben wir noch die letzten Böller dieses Videos. Krass. China Böller D. Ich finde, das sieht auch so schön aus irgendwie. Die kannst du nochmal schön aufsetzen. Da machen wir auch wieder zwei von. Ja. Okay, China Böller D, ja? Ja. China Böller. Leck mich am Arsch. Was ich sagen wollte, ich finde irgendwie die Zündschnur nice. Ich weiß nicht, irgendwie sehr klein. Sieht so geflochten aus. Ja, ja, das sind graue Lunden, ne? Graue Lunden, okay. Sagt man das so. Ja, das ist halt retro, ne? Ja, ich finde, es sieht geil aus. Auch früher. Das waren für kleine Geschichtsstunde, für die Pyros. Sorry. Oder Newcomer. Mhm. Das waren die allerersten Retro-Böller. Also im Prinzip vor Funke. Krass. Funke hat ja als erstes, meinen glaube ich viele, so Retro-Böller rausgebracht, auch früher angelehnt. So sahen die früher aus, mit grauer Lunte eben. Hinten, zeig mal nach hinten. Hinten richtig dick gewandet. Und zeig mal vorne, zugestopft. Stopft, ja. Genau. Und so waren die früher. Und Fire Event ist eine Tochterfirma von Nico. Mhm. Also im Prinzip wie Argento und Funke. Und Fire Event war die erste Marke, die Retro-Böller rausgebracht krass, hat. Krass, krass. Ja. Und die sind eigentlich auch immer sehr stark. Dann genießen wir den jetzt immer. Alter, ist da einfach irgendwas angesprungen. Also es war der stärkste bis jetzt. So, ich möchte jetzt gerne diesen Tornado zünden. Zünden wir doch jetzt mal hier den Tornado. Aber ich hab, da ist die Zündung, okay. Bereit? Jo.
Also ich glaube, die Lautstärke erstmal, aber Lautstärke geht noch. Ich habe den jetzt lauter in Erinnerung. Jetzt machen wir die Dumbum Big Balls. Sehr geil, ja. Dicke Dinger. Gibt's aktuell noch bei Pyroweb zu bestellen. Falls ihr noch kein Feuerwerk habt, könnt ihr das gerne über meinen Link in der Beschreibung machen und spart sogar noch 10% mit dem Code MANAGER10 am Ende. Oder wenn ihr direkt über den Link bestellt, ne, auf Unterstützungsbasis, auf korrekt. Damit die Nägel bezahlt werden können. Ja, genau. Schreib mal. Zeig den Leuten, dass die Dinger sich wirklich lohnen. Die sind richtig geil. Holy shit, die sind krass. Ja. Ey, ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt war, dass diese doppelt explodiert haben. Müssen wir mal jetzt nochmal testen. Ja. Denkst du, du schaffst zwei auf Schlag? Auf Schlag? Oh, schwierig. Schwierig. So ein Gunburner ist das nicht schwierig. Ja, das stimmt, aber ich bin halt nicht so gut in Bälle halten und werfen. Okay. Aber ja, wir probieren es einfach bitte mal. Bitte nicht werfen. Wenn wir jetzt auch angegangen? Nee. Tut mir leid. Ich muss weg. Schnell weg hier. Alter. Boah, richtig die sind stark. Ja geisteskrank. Sehr gut. Okay, da okay. Wir machen jetzt dieses Big Shots, 180 Shots, römisches Licht. Oder das Spielzeug. Junge, aber ich bin verwirrt, wie man das in den Boden steckt. Mit diesem Ding hier, mit dieser Spirale. Spielzeug. Nur rot und grün, ne? Ja. So bad. Aber krass. Okay. Ich finde die schön. Der war lauter. Ja, es geht auch nicht um Lautstärke, sondern fürs Auge. Ja, das ist so. In deiner Kramkiste da. In meiner Kramkiste werden wir jetzt hier ein paar Single Shots machen. Flashbang. Double Flash, geil. Und Nico Flashbang. Ja. Und wir machen zuerst Nico Flashbang, okay? Okay, bereit. Bereit. Drück mich jetzt mal weg. Okay. Ja. Double Flash. Mit Feuertop. Mit Feuertop? Mhm. Ja. Okay, also da war der Salutschlag von Flash Guy. Der war krasser, ne? Der war schon krass. Ist eigentlich schon mal das gleiche, ne? Ja. Aber ich glaube ein anderer Effekt. Okay. Gleicher Effekt, aber ich fand den Feuertopf besser. Ja, stimmt. Aber Nico Flashbang ist wirklich einfach nur Legende. Legende. Er wird niemals leise sein. So. So. Jetzt wollen wir mal hier die 49 Stück komplett anzuzünden. Da sehr liegen sie, Leute. Mehr. Bereit? Ja? Gönn dir, ja. Und dann schnell weg. Ich kann's nicht. Soll ich? Okay. Ich versuch, ja? Ja. Wir heben ja gar nicht ab. Wer ist denn das? So Leute, den 50 mm Feuertopf da unten machen wir zum Schluss.
Vorher gibt es dann jetzt erstmal die schönen Raketen. Yes, und dafür würde ich sagen, gehen wir nach vorne. Genau. Okay, wir machen, was habe ich jetzt da reingelegt? Trillerrakete. Boah, ich habe so Bock auf diese Raketen jetzt. Machen wir die zuerst? Ja, komm. Nee, wir machen jetzt hier die kleinen erstmal. Okay. Wenn du das sagst, du bist Gast. Ich bin Gast, ich bin Chef. Boah, Chef, Leute. Sogar Chef, sagt die einfach. Ja klar, bereit? Ja, komm. Ich mach die auf einmal. Okay, Mini-Raketen. Ich bin so verwirrt, dass die auf einmal einen Knall haben. Ich war so felsenfest überzeugt, dass diese Mini-Raketen. Da kommt noch eine, sorry. Ja, dann noch eine. Lol, einfach hat die ganze Zeit nicht die Zündschnur getroffen. Wie immer. Also der Knall ist halt so enttäuschend, weil dieser Kreischaufstieg so übel ja, krass ist. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch einfach hier die Trillerrakete, oder? Ja. Sexy Ware, sexy Frau, Beste. Oh. Ich finde das so schön. Eine Trillerrakete. Noch eine, komm. Ich glaube sogar noch eine, ne? Nee, dann kommt die Scream nur noch. Okay. Der Aufstieg, Junge, ja. Direkt. Ja, das ist echt next level. Next level. So wie du. Ja, ja. Ich würde sagen, Champions League. Champions League, ja, heute, oder? Nee, heute ist Europa-Pokal. Ja. Okay, wir machen hier die Funke-Rakete in Blau, steht da. Polyblau oder so. Hauptsache, dass die rot ist. Mal gucken. Himmelsstimme. Himmelsstürmer. Das ist ja. Schön. Aber ich finde, es gibt bessere auf. Ja, ich finde auch. Also die Himmelsstürmer sind wirklich nicht so gut eigentlich. Ja. Bisschen overrated. Overrated. Ja, ich meine, da kostet auch eine Rakete 3-4 Euro. Ach krass. Ja, und ja, dafür finde ich die auch echt schwach eigentlich, ja. Für den Preis. Ich will die Blättertanz als letztes Mal von der Raketen. Okay. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Scream, wir machen erstmal eine einzelne. Okay. Und danach zwei auf einmal. Von Klasek, Leute. Aus dem Zachada-Shop mitgenommen. Echt? Mhm. Das ist gar nicht wahr. Ich mit Street. Ach so, stimmt. Machst du nochmal weg. Okay, ich mach erstmal eine einzelne, erst okay? Mal. Zwei auf einmal, Leute. Schreibt sie in die Kommentare. Was? Was eine Zerlegung, Alter. Ja. Alter. Junge. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht in Erinnerung. Voll schön. Voll krass. Also ich sag mal so, zwei auf einmal wird jetzt schon geil. Das wird jetzt schon krachen, Leute. Ja. Like schon mal dafür, für diese Action. Liken? Jetzt zünden. Erst liken und dann zünden. Boah, die haben richtig Dampf. Ich kann aber. Sehr krass, Leute. Hab schon beim Gewinnspiel mitgemacht, Leute. Ist so. Dann, wie gesagt, einfach nur Mr. Pyromanager auf Instagram folgen, sowie unseren Zweit-Channel C-Juice Food. Oh ja. Ist auch viel Unterhaltung, Leute. Ja, also ich habe vergessen zu sagen, ihr müsst natürlich auch auf YouTube Subs sein. Ja, natürlich, ist ja klar. Also auf Instagram und YouTube bei C-Juice Food. Genau. Und dann seid ihr dabei. So, und jetzt. Die Blättertanz. Hat sie sich zum Schluss aufgehoben. Ach, geil. Muss ich ganz genau hingucken. Alter.
immer wieder ein Genuss. Ich finde die so schön, wirklich. Ich finde es so faszinierend, wie es einfach kein Toren gibt und einfach so runterklappert. So Leute, und jetzt als Fastfinale, als Vorfinale, die Funke Gold Blue 16 Schüsser Cake. Kostet glaube ich 12 Euro und dafür ist die richtig stark. Schauen wir mal rein. Ich habe fünfmal bestellt. Fünfmal? Ja. Bist du bereit? Let's go, Leute. Bald ist Silvester. Boah, eigentlich schon sehr stabil. Schön mit Finale. Ich finde es auch schön, ja. Ich finde die blauen Sterne. Ja. Blaue Sterne, ja. Finde ich sehr schön. Finde ich auch, ja. Und jetzt das Finale. Oh mein Gott. The Grand Finale. Big Finale. Eine Big Packung. Steck ich hier auch rein, ja? Ja. Oder mach doch. Lass die da drinnen. Hätte ich machen sollen. Einfach so dagegen. Uff. Sicher? So, hier seht ihr das nochmal. I like legal. Beziehungsweise illegal. Na dann, hau an. Abschlussknall. Boah, das war ein guter Abschlussknall. Ja, der war sehr stark. Alter, ich kacke ab. Lol. Ja, Leute, hoffen wir, euch hat das gefallen. So wie uns. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eben. Ich habe hier noch einen Abschluss. Ein Luftheuerchen. Wenn alle belohnt, die jetzt noch dran geblieben sind, mit diesem schönen Luftfeuer. Das hast du toll gemacht, mein Schatz. Tschüss. Tschüss.